Hier sind sie live aus Saxony, Dr. Quasselkopp und Dr. Fertsch. Ja, wer ist der Fertsch? Die reden immer von Brain Health. Warum sagen die nicht einfach gesunder Kopf? Muss das immer alles auf Englisch sein? Oh, Quasselkopp, da kriegst du Wut. Unsere sächsische Sprache ist wohl nicht gut genug für die. Gesunder Kopf sagt da alles. Naja, und bei der MS ist das ja auch ein großes Thema, oder? Da muss man das Hirn fit halten. Ja, weißt du, dass bei der MS das Hirnvolumen schwindet. Bei der modernen MS-Therapie ist also das Hirnerhalten das große Ziel. Ist ja auch logisch, ne? Unser Hirn ist doch unser wichtigstes Organ. Okay, gleich nach dem Herz in meinem Bauch. Aber bei MS schrumpft dein Hirn schneller als normal. Und das Unheimliche, man bemerkt es erstmal gar nicht, weil unser Hirn eine kognitive Reserve hat. Hast du davon schon gehört? Ich glaube, das hat nichts mit der Reservierung im Restaurant zu tun, oder? Was ist denn das nicht genau? Nee, Fertsch, das ist was für ein Kopf, nicht für einen Magen. Stell dir vor, das Hirn ist ein riesen Bücherschrank. Und du meinst, dass all die Erinnerungen wie die Bücher im großen Regal sind und dass man mal ab und zu ein bisschen abstürben muss? Ha, fast. Die kognitive Reserve ist wie der freie Platz im Regal. Wenn man ein paar Regale aus irgendeinem Grund einbrechen, haben wir immer noch Platz für andere Bücher. Wenn bei uns im Hirn aber ein paar Nervenzellen im Urlaub gehen, dann kommt die kognitive Reserve und übernimmt den Job. Die anderen Zellen springen dann ein. Das heißt, solange ich noch Reserve habe, merkst du gar nicht von den Zellen auf Urlaub? Phänomenal. Und wenn die Reserve verbraucht ist, da brennt die Luft. Dann zieht der Kopf die Handbremse. Da muss ich mir am besten mal drum kümmern, dass meine kognitive Reserve immer schön vollgedankt ist. Genau. Du sollst viel lesen, Rätsel lösen, Musikinstrumente spielen und Sport machen. All das hält die Reserve gut ausgestattet. Boah. Ich trainiere meine Reserve mit täglichen Sudoku und ein paar schönen Gedichten von der Lene Vogt. Und denk vor allem an Bewegung. Ein flotter Spaziergang tut Wunder für die Reserve. So wie der alte Herr Müller, der immer seine Brötchen holt mit seiner Pudeldame Kunigunde. Und was ist noch wichtig? Eine gesunde Lebensweise. Unser phänomenal sächsischer Lebensstil hält unseren Kopf fit. Wie man so schon sagt, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Ja, stimmt. Muskelarbeit kann doch auch das Hirn verbessern. Regelmäßige Bewegung hält alles am Laufen. Und gesunde Ernährung, meinst du? Viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukte und gesunde Fette. Und natürlich Eierschecke, Radeberger, Eierlikör. Und dann suchst du dir noch deinen Lieblingssport aus. Sei es Wandern, Tanzen oder Zumba im Garten. Zumba im Garten? Machst du das etwa, Quasselkopf? Naja, vielleicht fangst du erstmal mit ein bisschen Gymnastik an. E-Bein hoch, ein Arm hoch und dann zurück auf die Couch. Ja, ja, aber wie gesagt, nur 10 Minuten, da steppt der Bär. Und zur Ernährung, vergiss nicht, Quark mit Omega-3-Fettsäuren ist fast wie eine Wunderpille. Boah, ich mach mir regelmäßig Vollkornbrot mit Lachs. Und dann probier ich noch was mit Musik. Klavierspielen hält meinen Kopf auch am Laufen. Klasse! Ich habe ein Schifferklavier herumstehen. Weißt du, das Gehirn braucht Abwechslung und Spaß. Etwa Bücher, Sprachen und Humor nicht zu vergessen. Man sagt ja auch, Humor ist die beste Medizin. Ja, genau. Und getreu unserem Expertenstil bei MS sagen wir, die frühe Therapie muss gelingen, damit die Kopfreserve bestehen bleibt. So ist es, Quasselkopf. Und das Wichtigste, was wir tun können, ist eine frühe, effektive Therapie für die MS. Also halt auch ein Plan für die Kopfgesundheit. Ja, fertig. Lass uns weiter unser Gehirn hegen und pflegen, damit wir noch lange als pensionierte Neurologen die Narrenkappe weiterführen können. Und jetzt ist aber auch genug palavert. Zeit fürs Ende, fertig. Nur dann, fertig.